Ich bin fertig. Oh! Was ist denn mit Santiago? Craft Attack 10 mit mir, Basti GHG. Folge Nummer 26. Einen. Boah, 26. Der 26. Buchstabe im Alphabet ist ein Z. Ist auch so ein Ding. Genauso wie 787 GHG bedeutet, muss ich so oft erklären, was 2626 heißt. Und zwar ZZ. Also zick, zack. Ja, um das erstmal ganz kurz gesagt zu haben. Leute, willkommen zur 26. Folge. Craft Attack 10 hier auf dem Zweitkanal. Lasst unbedingt einen Follow da. Abonniert gerne den Kanal. Lasst ein Like da. Und ich freue mich auf die Folge, denn wir werden heute uns um... Wir werden uns heute um die Glow Squids kümmern, beziehungsweise um unsere generelle Aquariumsituation. Das Aquarium, das ist gut vorangegangen. 5 Diamantblöcke. Ich weiß, ich habe hier so eine gewisse Kontroverse, ne? Erstmal Hallo noch sagen. Wir haben eine gewisse Kontroverse. Viele Leute sagen, es ist ja viel zu teuer, aber die Leute kaufen. Solange hier verkauft wird, ist das halt irgendwie nochmal die Bestätigung. Cyan ist wieder weg. Es wurden irgendwie nur Schalker von Cyan gekauft. Soll mich nicht stören. Das gehört hier mehr oder weniger immer zur Daily Routine, dass wir auf jeden Fall jeden Tag einmal unsere gesamten Schalker durchgehen und das alles wieder aufstocken. Packen wir hier nochmal ein bisschen frisch rein. Zack, zack. Hier muss ich aber auch erstmal, hier ist noch alles relativ stabil vorrätig. Das passt. Das soll ja auch so aussehen, als wenn ich halt gut verkaufe. Ist ja auch so. Wir haben ja gestern wichtiger einen neuen Auftrag gegeben, der unter anderem dafür zuständig ist, sich um ein paar Luftlöcher zu kümmern. Und das macht er sogar. Alter, das sieht gut aus. Also beim letzten Mal vielleicht könnt... Also der Unterschied ist für viele, glaube ich, kaum zu sehen. Da waren beim letzten Mal echt viele Luftlöcher. Moin, Chef. Hallo. Na, wie läuft's? Relativ gut. Du kannst mal gucken. Eigentlich, guck mal. Oh, also ich habe links gefühlt schon alles, hinten alles. Ich bin jetzt gerade bei hier rechts, wo halt so eine riesen Lücke noch war, ne? Da bin ich gerade dran und ich habe hier so eine Wand hochgezogen. War das richtig? So ein bisschen so zugemacht? Boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das vorher aussah. Ja, da war so ein Loch drin einfach. Das habe ich zugemacht. Ja, sollte passen und eigentlich. Sonst habe ich da hinten zugemacht, auch nur die Schlucht. Und links habe ich noch eine Frage. Da bei der linken Schlucht weiß ich nicht ganz, was ich machen soll. Weil da unten das ziemlich Ding, ne? Weit reingeht, ja. Soll ich da einfach auch ganz simpel einfach zumachen, oder? Ey, ich würde sagen, ich würde einfach damit so, dass es so im Deep Slate-Style einfach zugemacht wird. I guess. Alright, okay, gut, ja. Aber wie hast du es, also war es sehr anstrengend oder hast du es gut hinbekommen? Ich bin jetzt seit 2 Stunden dran und das ist halt Progress bisher. Am Anfang war es ein bisschen anstrengend, weil ich noch nicht so ganz wusste, wie ich das Wasser zu placen habe und alles, aber inzwischen bin ich gut drin eigentlich. Geil, und, Alter. Voll gut. Ja. Also for real, richtig gut. Also krass, also in 2 Stunden ist es eine, also es ist halt kaum Luftloch zu sehen. Also es freut mich, es sieht auch vor allem auch gut aus. Ich habe erst Angst gehabt, so, wird es mir so richtig auffallen, aber ich finde, man sieht schon immer den deutlichen Unterschied. Ja, wenn du dann fertig bist, dann würde ich sagen, dann quatsch mir über den Preis und so und dann gucken wir weiter. Safe, safe, safe. Mach erstmal weiter, ja? Ja, Mann, mach das. Brauchst du Schalker? Nee, ich habe genug Pass. Ey, aber ich komme auf den Server, es ist immer was verkauft, ne? Es ist schön. Na dann, frohes Schaffen. Jo, weiter geht's. Ja, also ihr seht, das Update zum Aquarium, ultra geil. Ich bin ein bisschen verwundert, warum das so, also warum, was das hier ist. Also was sind diese Streifen? Ist das irgendwie ein Renderfehler bei mir? Das checke ich noch nicht so. Manchmal so zur Erklärung. Wichtiger hat einen Shop dafür, ne? Also Wichtiger hat einen Shop, bei dem er Auftragsarbeiten macht. Voll viele denken immer nur, dass er nur Sachen für mich macht. Er macht für alle Craft Attack Teilnehmer diese Sachen, wenn man ihn halt logischerweise bezahlt. Ihr wollt es also nur, damit ihr es checkt. Die Bobs können wir easy da reinholen, die sind da hinten. Aber bevor wir halt Bobs reinholen, muss ich erstmal noch zu Ende bauen. Und das zweite Wasserprojekt, womit wir gestern begonnen haben, ist das hier. Diese Konstruktion ist nicht random irgendein Kreuz, sondern das ist mehr oder weniger der ein besonderes Highlight in der Base. Und zwar möchte ich hier Wasser-Aquarium Tubes reinbauen. Hier kommen Röhren rein, in denen Glow-Squids langschwimmen werden und leuchten und damit halt auch cool aussehen. Aber der Plan ist halt wie folgt. Ihr müsst euch das so vorstellen. Hier, wo die Schalker steht, kommt der Boden rein. Also, wir sind eigentlich gerade einen Block zu tief. Wir setzen sozusagen alles eins höher. Auch das Aquarium am Rand. Das hier ist jetzt gerade der Boden. Also, hier kommt was auch immer, was am Ende für Muster, was für Blöcke hier reinkommen. Egal. Auf jeden Fall ist hier normaler Block. Dann kommt hier, wo ich gerade draufstehe, wäre jetzt normalerweise Glas. Ne? Ich stehe jetzt auf Glas und das Glas würde dort hinten enden. Hier drunter unter dem Glasblock noch ein weiterer Glasblock. Warum? Erzähle ich gleich. Dann kommen 3 Blöcke Wasser. Also haben wir genügend Platz für Glow Squids oder vielleicht auch andere Fische, um hier lang zu schwimmen. Und dann haben wir einen Boden. Und am Ende ist das dann halt hier eine Tube
die drei Blöcke hoch ist. Warum zwei Blöcke Glas übereinander? Simpel. Glow Squids buggen manchmal so ein bisschen durch die Blöcke, durch Glasblöcke. Und dann läufst du da irgendwie so in deiner Base lang. Und dann hast du da irgendwie so die Tentakel irgendwie. Also du willst ja jetzt nicht dann die Tintenfisch-Dinger da irgendwie so rausbuggen. Deswegen machen wir eine Doppelschicht Glas. Das Ding ist, ich habe mich dazu entschlossen, das Ganze ein bisschen breiter zu machen, als ich das erst vorhatte. Und zwar habe ich erst gedacht, ich mache eine Dreierlinie. Aber wir werden das fünf Blöcke breit machen. Und sozusagen, während ich das gerade erzähle, bin ich wieder am Überlegen, ob das halt die richtige Entscheidung ist. Genau, dann müsste ich jetzt hier an den Seiten noch weiter wegmachen. Ist ja kein Problem. Aber ich finde, das würde schon cool aussehen. Ich glaube, das wirkt dann schon geil. Ich habe mir auch nochmal Gedanken dazu gemacht, wie wir in der Base weiter vorgehen. Ich habe mir überlegt, lasst uns eventuell diese Base... Ich würde sehr gerne in diese Wand hier und dort noch so einen Bogen reinbrechen und hier an dieser Wand dort hinter vielleicht das Kistenlager installieren, dass das Kistenlager nicht in dieser großen Halle zu stehen ist, sondern dass man das halt mehr oder weniger, ja, sag ich mal, irgendwie anders unterbekommt. Aber ich möchte nicht nur eine quadratische Grundfläche haben und dann jetzt einfach nur so ein paar Sachen hinstellen. Also wir machen hier so, als ob das so ein großer Höhleneingang ist. Sowas habe ich ein bisschen vor Augen und dann geht es hier hinter in der Wand weiter. Aber nur so. Ich hätte kein gutes Gefühl, hier zu sagen, okay, da hinten ist mein Kistenlager. Es soll schon so ein bisschen versteckt sein oder whatever. Wir machen jetzt aber erstmal ein bisschen weiter. Ich will das auf jeden Fall heute hinbekommen mit dem Aquarium. Ich muss ganz kurz überlegen. Wir machen hier den normalen Boden rein. Genau, der Boden. Fünf Blöcke breit. Und dann geht es hier, bis Glas kommt, auch nochmal so weiter. Ja, das passt. So, alright. Das ist alles erstmal ausgehoben. Im Boden die Glow Squids. Ja, das ist ja der Plan sowieso. Das steht ja fest, dass wir das mit den Glow Squids machen. Es ist halt die eine Sache. Wir können auf dem Boden halt schon irgendwie so eine Gravel- und Matt-Mischung machen. Ich glaube, ich würde das cool finden, wenn der Boden irgendwie natürlich ist. Aber wie machen wir dann die Wände? Ich glaube, wenn ich so eine Mischung aus Matt, also irgendwie Matt nehme und vielleicht noch einen anderen Block dazu. Also ich finde Matt und Gravel eigentlich ganz cool im Zusammenspiel. Ich glaube, dass man das machen kann. Da müssen wir aber erstmal uns gleich um Matt kümmern. Yo. Yo. Bist du fertig? Mhm. Ehrlich geil. Es ist richtig gut. Es ist wirklich gut. Es ist kein einziges Luftloch, ne? Also, ich denke, ich habe nichts übersehen. Sehr, sehr, sehr stark. For real, ich bin richtig happy darüber, ne? Also, ich hatte echt Angst, dass das Aquariumsprojekt, aber dass das Aquariumsprojekt mit dem Wasser halt so eine buggy, anstrengende Sache wird. Aber, dass das jetzt am Ende so schnell fertig hier steht, vom Wasser jetzt nur mal her, ultra geil. Richtig krass. Nice, das freut mich. Ja, mich auch, Mann. Was willst du haben? Hau raus. Ja, hatten wir jetzt gesagt, Diamanten oder das andere? Was du möchtest, wichtiger. Du darfst aussuchen. Na, ich bin so schlecht. Ich kann mich da jetzt wirklich nicht entscheiden. Ich gebe dir gerne aber Subs, das ist kein Ding, for real, ich mach's gerne. Ja, aber dann musst, wenn wir Subs machen, weil du willst ja Subs anscheinend machen, weil die erst willst du ja nicht weggeben, ist auch besser so, glaube ich. Ja. Dann musst du aber sagen, wie viel Subs. Alright, Digga, mein Chat schreibt 100, also zur Reality, Digga, wow. Was ist denn jetzt? Habe ich irgendwas verfasst, Leute? Also, der Arme. In welchem Film bin ich jetzt kurz gelandet? Auf einmal sind aber 100 Subs, sind mittlerweile nichts mehr, oder? Du hast jetzt, glaube ich, 2-3 Stunden saßt du jetzt hier dran, ne? 3 Stunden. Ja. Dann kriegst du 33 Subs. Ist ein Deal, ja? Wenn du damit einverstanden bist, machen wir 33. Ich bin einverstanden, ja? Bro, also 150 Subs, also ich weiß was. Okay, sorry, also er hat jetzt nicht gerade Wasser irgendwie erfunden oder so, ne? Also er hat jetzt halt hier, er hat ein bisschen Luftlöcher weggemacht, aber... Ja, dankeschön, ja? Ey, ultra gerne. Ich hab zu danken. Geil, dankeschön. Ey, super gerne. Alright. Wichtiger, ich werde dich immer weiter empfehlen. Wenn ich irgendwas anderes noch brauche, ich melde mich bei dir. Ey, das wäre sehr lieb, danke. Stegi, hallo? Yo, yo, yo! Moin! Hier, genau! Boah, hey, du hast mir nachgemacht! Ja, das stimmt. Wir brauchen den doppelten Output, weißt du? Weil wenn du deine vermietest, dann muss ich meine Pranks vorbereiten. Mann, die sieht voll schön aus, was du sogar mit den Blöcken gebaut hast. Irgendwie hab ich mir auch gedacht, ich habe random Blöcke verwendet und irgendwie sieht es irgendwie gar nicht so hässlich aus, die Farben. Ich habe random irgendwas genommen und am Ende sieht es voll schön aus. Nein, jetzt wirklich. Ich brauche ein bisschen Matt. Okay. Ich überlege, weil du einen Mangrovensumpf mal hattest, ob du mir die Cords sagen kannst oder habe ich gerade einen Denkfehler. Matt-Shop wird es auch geben, ne? Es gibt einen Matt-Shop. Es gibt einen Matt-Shop, auf jeden Fall eigentlich. Und Basti zockt. Ist da Matt drin? Wir können mal hinfliegen, wenn du Bock hast. Ich werde das machen. Weit von außen. Aus dem Matt-Shop kann ich dir sagen, habe ich letztens. Was hast du letztens? Hab ich letztens 27 Stacks Dirt rausgekauft.
Alright, dann gehen wir da mal hin. Es gibt halt einfach einen Mudshop. Bro, ich wäre jetzt wirklich farmen gegangen. Ey, kannst du auch gehen. Also geht verdammt schnell farmen, ne? Ist halt ja, ja. Insta-Mine, glaube ich. Ja, aber das reicht eigentlich. Was denkst du? Aber ist halt teuer, ne? Also ja, ist halt auch geht. Da wieder. Guck mal, ich möchte matt auf dem Boden ein bisschen hinpacken. Ich bin am überlegen, das mit Gravel zu machen. Meinst du, das sieht cool aus? So mal ein bisschen matt und Gravel? Oder ist der Kontrast zu krass? Ich glaube, das kann schon gut sein. Also ich glaube, das kann gut klappen. Haben wir hier irgendwo Gravel? Ja, Gravel habe ich selber noch. Boah, machst aber auch Großeinkauf, ne? Naja, Bro. Bin mittlerweile auch Großverdiener. Habe ich dir schon mal gezeigt, wie viel Dias ich habe? Nee. Aus meinem Shop? Bro, darf ich mal anfassen? Fass mal an. Oh, und du könntest dir einfach zwei Porter holen, so zwei Teleport-Dinger, ey. Ich hab gedacht, du sagst Porsche. Nein, aber auch das. So, Und alle aus dem Shop, for real, jetzt? So, wie mir aus dem Shop? Also eigentlich, ich hatte vorher 7 Dia-Blöcke oder so. Also seitdem ich den Shop habe, habe ich das dazu eingenommen. Ja, geil, danke, dass du mir den Shop gezeigt hast. Ey, gerne. Ey, ich bin hier der Local. Ich kenne mich hier aus im Shop-Gebiet. Ja, du bist hier am häufigsten, du bist der Dorfälteste, Alter. Ja, leider. Auch also wie in echt, also quasi auch in-game einfach. Mach dir nichts aus. Alright, ich mache mich an die Arbeit, ich zeig dir dann nachher das Endergebnis. Okay, dann komme ich gleich rum. Jo. Ja, es dauert noch ein bisschen. Ja, Druck. Alles gut. Jo, ich bin hier unten wohne ich. Kannst du kurz in den Shop gehen? Wieso, willst du was kaufen? Schalkerabattflocke. Lieber Basti, ich habe ein Anliegen an dich, beziehungsweise an deinen Schalker-Verkauf. Wie du vielleicht weißt, verkaufe ich Tränke. Niemand mag Tränke. Des Weiteren sind alle lukrativen Shops immer direkt weg. Deshalb habe ich nun Eis dazu genommen, in der Hoffnung, dass ich auch etwas damit verdiene. Zusätzlich wollte ich ab und zu Schalker gefüllt mit random Tränken und etwas Eis anbieten. Zu einem guten Preis. Der Haken, deine Schalker-Preise. Wäre es möglich, auf eine Großbestellung einen Rabatt zu erhalten? Ich würde mich über ein Angebot diesbezüglich sehr freuen. Einfach in meine Pfandbox schmeißen. Liebe Grüße, Flocke. Ich muss ganz kurz analysieren. Also, Flocke ist unzufrieden mit ihrem Tränkeshop. Verstehe ich. Tränke werden sehr selten, glaube ich, gekauft. Hat wirklich selten. Ich glaube, sie wird im gesamten Craftech-Projekt vielleicht 6 Dias verdienen. Das heißt, wenn jetzt jemand sich überlegt, eine Schalker zu kaufen und die kostet bei mir 9 Dias und Flocke verkauft für 5 Dias eine Schalker-Box, die noch gefüllt ist und noch bunt ist, dann wird ja keiner mehr bei mir Schalker-Kisten kaufen, oder? Oder Flocke muss für noch mehr Dias verkaufen. Wenn sie weiterverkauft, beendest du die Partnerschaft einfach wieder und zack, Monopol zurück. Bro, einfach Monopoly durchgespielt. Ja, wir lassen uns das nochmal ein bisschen durch den Kopf gehen. Ich muss darüber nachdenken. So, ich verteile mal ein bisschen Matsch im Random Pattern. Aber ich glaube, dass Gravel und Matsch eigentlich zusammen ganz cool aussieht. Also ich will das halt natürlich. Ich möchte, dass es so natürlicher Wasserboden ist. Aber was machen wir noch für einen Block vielleicht mit rein? Oder meint ihr, diese Zweierpalette reicht voll aus? Das ist halt auch ultra random, jetzt halt diese Korallenblöcke da reinzupacken. Aber dann das nochmal mit der Kombo? Maybe probieren? Ich meine, es kostet ja nichts. Was sagt ihr erstmal zum Grey Concrete? Ich finde ab und zu so ein Grey Concrete mal rein. Warum nicht? Nur so als kleines süßes Detail. So ein bisschen reinmischen. Leute, wir rühren die Mischbehälter. Boah, ich finde, das sieht gut aus. Das sieht wie so eine kleine Shadow-Textur-Kontur aus. Ich glaube, so teilweise dort, wo immer Gravel noch mit reingeht. Wir machen Gravel immer nur in Kombo mit dieser Tube. Leute, ich sag euch ehrlich, ich finde, das sieht geil aus, ne? Also ehrlich. Also, das ist halt... Leute, wach werden! Wir sind in 2022. Wir wollen natürlich, wenn wir mit Minecraft... Also, Leute, wir bauen hier besondere Sachen. Ich kann hier nicht einfach... Ich mache jetzt hier einfach nur einen Gravel-Boden. Wir machen Gravel mit Dead Tube Korallblöcken. Wir haben Matschblöcke. Wir haben Grey Concrete als kleine Shadowline. Bro, wir machen hier nichts Halbes. Wir machen große, große Sachen. Guck mal hier. Bob. Hallo, bin ich hier richtig? Ja, yep, hallo, willkommen im Schalker-Shop. Ich habe eine Frage und zwar brauche ich Schalker. Ja, perfekt, ja. Ich habe den Schalker-Shop. Oh, wirklich? Das ist ja gut. Was brauchst du? Gibt's gerade einen Sale oder sowas? Oder? Kommt drauf an, wie viel du brauchst. Es gibt einen Mengenrabatt. Also ich brauche 3 Schalker. 3 Schalker. Ich guck gerade, welche Farbe ich noch nicht habe, weil ich will alle Farben haben. Black Friday ist auch ab 1. Black das Friday ist ja Rabatt auf alles. Black Friday am Montag? Ja. 24 für 3, aber Feierabend dann. Aber ich habe ja schon so viele gekauft. Guck mal, ich kaufe immer einzeln. Ich habe so oft einzeln gekauft. Ich hätte auch auf einmal, weißt du, 20 kaufen können. Aber ich habe ja so 4, ich bin so oft im Shop, wirklich. Und ja, und der Shop ist immer wieder voll. Ich muss ja auch erstmal in Vorkasse gehen, damit die Ware auch überhaupt erstmal da ist. 18 Dias. Für 2, richtig. Aber für 3 nicht.
Wir machen für 3 20 Stück und dann sind wir fertig. Will ich aber jetzt nichts mehr hören. Okay. 20 Dias. Ja. Wichtiger. Hallo? Du bezahlst 2 Dias mehr als das, was du mir geben wolltest. Ja. Ja, okay. Top okay. Deal. Okay, pass. Ich sag dir so. Okay, pass auf. Du kriegst jetzt 3 Schalker für 20 Dias. Ja. Ich würde, weil du es jetzt bist, ich würde dir 7 für 40 geben. Dann ist es halt noch krasser. Dann ist Win-Win für uns beide. Nee, es passt. Alles gut. Alles klar. Ich hab zu danken. Ey, ich hab zu danken. Ich hab ganz kurz nachgedacht. Du hast mich fast gehabt, wirklich. Yo. Yo. Was machst du? Den Boden, den Boden, den Boden. Oh, sind wir mit dem Matsch weitergekommen? Ja, also du kannst gerne einen kritischen Stegi-Blick mal auf den Boden werfen. Okay, ich bin gleich auf dem Weg. Du hast schon Ahnung, wenn es um Böden geht. Ja, klar. Nee, ich finde es nicht schlecht, hä? Ja, aber nicht schlecht ist ja nicht der Anspruch, den ich halt erfüllen möchte. Nee, nee, ich finde, ja, okay, man hätte noch, also ich finde Matt und Concrete geil. Extrem gut. Eben genau, das ist halt absolut perfekt. Zu hell, ne? Ansonsten ist es ja zu fleckig. Also es ist vielleicht es liegt gar nicht mal daran, an der Farbe, sondern vielleicht eher sogar an dem Vorkommen, in welchem. Problem ist halt, die anderen beiden Farben, die harmonieren jetzt so krass gut, dass du fast das wieder als Laie nicht erkennst, dass das sozusagen ein Unterschied ist. Guck mal ganz kurz, das fand ich halt, also das ist halt auch geil, aber es ist halt auch zu hell. Ja, aber es ist sehr, Dann sag mal einen Block, noch einen dritten Block, den ich hier noch ein bisschen mit einarbeiten kann. Ja, mach graue Schalke. Bro, nein. Ich finde, farblich passt halt for real. Es ist halt vom Block selbst halt überhaupt nicht. Oh. Ja, okay, vielleicht zu dunkel. Ne? Ja, mit der Kontur. Aber, also eigentlich hätte es halt wirklich was so, ne, irgendwie. Also ganz, ganz vereint. Aber da wären halt Leute wahrscheinlich so sauer, weil es halt einfach Schalker in deinem Boden drin sind. Digga. Und du Schalker für Idea-Block verkaufst. Boah, Leute, Cyan-Terracotta. Cyan-Terracotta könnte es schon sein, ne? Weil der halt ultra grau ist. Ist bei Heiko alles aufgefüllt? Ich soll hier nachgucken, by the way, ne? Oh, Chat, ich weiß noch nicht, was Dias jetzt. Also, was ist. Oh, was brauche ich. Was sind Tier 3 Rockets, Chat? Was ist der Unterschied zwischen Tier 1, Tier 2 und Tier 3? Tier 3 sind die besten. Ja, okay. Aber wie zahle ich jetzt? Ah, ja, hier. Ah, jetzt! Ah ja, okay. Ich flieg jetzt mit Tier 3 Müll. Tier 1 so Müll. Hä? Bro, ich konnte nicht. Bro, ich wollte einfach nur. Ach Gott. Bro, noch niemand gehört, der sich so sehr darüber gefreut hatte, Raketen zu kaufen. WTF. Bro, ich war mich so erschrocken. Ich guck gerade bei Heiko im Shop nach, weil ich für ihn nachgucken soll, ob das alles mit den Raketen passt. Bro, auf einmal brüllt mir Sascha ins Ohr, der hier laut einfach mit seinem Chat labert, ob er. Welche Raketen soll er sich kaufen? Noch niemand sich so laut über Raketen kaufen freuen gehört. Also ernsthaft. Bro. Fasti. Ja. Er schreit bei mir weiter. Oh nein. Schreit er bei dir? Wo habe ich den gerade gehört? Bro, der schreit hier über den ganzen Server gerade. Bro, ich habe bis hierher schreien hören und jetzt bist du gerade hier reingekommen und hast mich gesucht. Oh no. Ja, das ist so geil. Ich glaube, ganze Server hatte ich, glaube ich, gerade gehört. Nee, warte mal. Ich mache mal ein paar Meter und dann gucken wir. Sag mal was. Bis wohin hört man mich? Hallo? Ja, wir hören dich die ganze Zeit. Hey, Chat, welche Raketen soll ich kaufen? Tier 1 oder Tier 3? Ja. Das ist eine berechtigte Frage. Ich wusste gar nicht, was macht der Unterschied aus beim Craften, ob es jetzt eine Flight Duration 1 oder 3 ist zum Beispiel. Du fliegst damit länger. Gunpowder beim Craften. Ah ja, okay. Das heißt, mehr Gunpowder, längere Flugzeit. Ja. Ja. Aber ich habe noch niemanden gehört, der sich so sehr darüber gefreut hat, dass er sich Raketen geholt hat. Es war schön, rauszuhören. Ja, das ist nicht für mich, ich habe extra Dias dafür gefahren, das ist für mich nichts Alltägliches. Eine Sache, du kannst auch zu uns kommen, ne? Bitte schreib keine Zets, bitte schreib einfach ein Liegewi, wirklich. Ich habe doch Liegewi davor geschrieben. Ja, aber die Zets, das bringt nichts, das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Wirklich. Ehrlich? Das habe ich ja. Nein, Bro, wir beschützen dich damit so ein bisschen. Das ist ein ganz, ganz, ganz großer Fehler, den du machen könntest. Du könntest dir wirklich mit dem gesamten Server versauen, wenn du sowas machst. Wirklich? Ja, da musst du aufpassen. Ja. Warum? Nein, weil Liegewi ist einfach eine Craftech-Tradition. Wenn du schläfst, die anderen sollen schlafen, schreib einfach Liegewi. Reicht. Ja, nichts weiter. Okay, aber ist ja also. Bro, wir dürfen nicht so viel drüber reden. Okay. Du bist auch ziemlich laut schon wieder, Bro. Chill doch mal. Ich rede übel leise. Okay, dann verstehen wir uns. Du warst ja ein Zeitwächter eigentlich, ne? Du hattest ziemlich oft eine Alarmanlage geklingelt. Hat sich niemand drum gekümmert. Echt nicht? Nee, du. Ja, aber ich hab mich extra abgemeldet. Ich hatte hier ein Schild aufgestellt mit Bin mal weg. Hat jemand abgebaut. Okay.
Alright, lasst uns, bitte jetzt einfach diesen Block jetzt... Oh mein Gott, warum bist du so hell? Egal, es ist nur ein Konturblock. Es ist nur ein Konturblock. Warum ist der so hell? Warum ist der so hell? Warum ist denn... Seit wann ist der hell? Och Mann, das macht mich richtig fertig, Alter. Polished Blackstone. Einfach rein damit. Einfach jetzt rein damit. Bro, ihr schreibt... Nein. Ich schwöre, ihr schreibt gerade nein. Ihr würdet zu jedem Block, egal wie er aussieht, nein schreiben. Weil ihr es gerade einfach nur genießt, mich zu quälen. Ihr liebt es, mir gerade zuzusehen, wie ich gerade einfach wirklich struggle. Nee, das ist wirklich cool. Ich finde den Block halt gerade, weil der eine... Ich finde gerade, weil der Block eine Kontur hat, gibt er dem Ganzen irgendwie was. So, the next step ist, hier drei Blöcke Black Concrete hochzuziehen. Ich wollte dir sogar den Block noch nennen vorhin. Yeah. Und Bro, weil ich hatte ich nicht sogar da noch im Inventar? Weil er tiefer hat. Weil er tiefer hat. Ja, genau. Ja. Den hatte ich nur im Inventar. So, und jetzt sind auf einmal alle ruhig. Alle sagen, sieht nicht gut aus. Auf einmal Stegi sagt's. Hä, sagt jetzt ehrlich? Jetzt. Oh ja, ja, jetzt wo Stegi sagt, eigentlich cool für die Tiefe. Das ist auch das, was wir wollen. Was Leute nicht vergessen dürfen, ist, da wird später drüber Wasser drüber sein später. Dass das hier wird dir wahrscheinlich, wenn es schlecht läuft, wird dir unter Wasser nicht der Unterschied nicht auffallen, leider bei Matsch und Concrete. Weil es zu perfekt ist. Du brauchst mal so ein bisschen Kontrast da. Was für einen Block oder was nehmen wir für einen Block? Ja, schon, wir müssen hier uns schon noch irgendwas Besonderes einfallen lassen. Als Block, der jetzt über diesem Black Concrete platziert wird. Hier kommt Glas ran und da drüber. Und das können wir jetzt auch erstmal platzieren. Weil hier ist Boden, Wasser, Glas, Glas. Aber Glas platzieren wir ja nicht hier drauf. Genau. Es ergibt alles Sinn, was ich sage, oder? Ja, es ergibt Sinn. Ja, klar. Ist das jetzt überhaupt schlau, was ich mache? Ja, ich glaube, wir müssen schon so machen. Wasser platziere ich ja jetzt hier auf der Höhe, ne? Hier Glas, da Glas. Genau, ist richtig. So, mehr. Ja, alles. So, dann einmal ordentlich Wasser platzieren. Oh mein Gott. Juhu, wir haben überall Wasser. Step one. Gut, das müssen wir jetzt erstmal alles abbauen. So, da. Ja, komm, das muss ich jetzt nicht wegwerfen. Let's place some glass. Yo. Geht. Naja, ein bisschen. Ich war schon zu. Ja. Was geht bei dir? Ich hab gerade Videos hochgeladen und ich stehe den halben Tag auf meiner Farm ab. Aber ich wollte eigentlich noch kurz schauen, weil ich habe heute meinen Shop ja fertig gebaut. Ne? Ja. Und Urotox will Beacons aber verkaufen, der hat mitgeschrieben. Also der will nicht irgendwie, dass ich Beacons verkaufe. Ist ein bisschen blöd, aber ist okay. Mein Gedanke wäre, ich habe halt über 30 Farm schon. Entweder ich verkaufe die dem alle. Ja. Oder ich schenke jedem Spieler auf dem Server einfach ein Beacon, sodass der out of business geht. Ja, geil. Ja, anyways, ich habe dann halt ein bisschen mit Spark geredet und Spark hat bei mir Emeralds gekauft. Ja. Yeah. Und ich werde weiterhin Emerald-Blöcke verkaufen. Also das wird dann so mein Main-Business sozusagen jetzt. Ja. Yeah. Und Spark hat aber auch gemeint, so voll wenig Leute haben bisher die Shops gegamed und sich um Sachen gekümmert oder die Shops gebaut. Und er hat halt gemeint, es wäre halt cool, wenn auch alle zum zweiten Shop anfangen. Ab heute darf man. Mhm. Und ich werde zum ersten Shop einfach Emerald-Blöcke verkaufen. Und ich habe als zweites Redstone geklebt. Oh. Weil die Raid-Farm wirft ja auch super viel Redstone ab. Ja, da kann ich dir direkt einen Tipp geben. Ich habe drei Doppelkisten Redstone-Blöcke. Mach direkt vercraftet, weil gerade so Repeater, Comparator zu craften, ist so anstrengend. Mach direkt Redstone-Einzelteile auch. Und ich habe auch mit Digi vorher gelabert, aber der war sich das selber noch nicht sicher, was er als zweites nimmt. Deswegen wollte ich jetzt dich fragen, weil ich bin der Meinung, du müsstest auch noch von deiner Pyramide bestimmt noch den ein oder anderen Kohleblock haben, oder? Kohleblock? Ja, hattest du nicht Kohleblöcke? Ja, ich wollte ja eigentlich Kohleblöcke einbauen, aber ich habe zu wenig, deswegen habe ich es gar nicht erst reingemacht und will eigentlich ja dann noch Kohleblöcke reinsetzen. Okay, weil ich habe ja, wie gesagt, 30 Beacons gefarmt. Ja. Und ich stand im Prinzip so semi-AFK, weil bei der musst du ja leider immer wieder hitten, bei der Weird-Skeleton-Farm. Ja. Und ich habe dort Kohle schon weggeworfen und habe trotzdem irgendwie eine Chest voll mit Kohleblöcken.
Eine Single-Chest oder Double-Chest? Eine Single-Chest. Also das wirft nicht so viel ab wie die Raid-Farm, obviously. Ja. Yeah. Aber es ist trotzdem nicht schlecht. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Kohle-Outcome als die Wither-Skelett-Farm auf dem Server. Das heißt, wir müssen rein theoretisch immer noch am meisten Kohle haben. Ich glaube, Kohle wird halt anstrengend zu farmen. Also, ja, ich meine Wither-Skelett-Farm halt, ne? Also, aber trotzdem musst du halt da ein bisschen nervig auf K stehen. Also wenn ich so viel Kohle habe, dass ich die verkaufen könnte, würde ich sie halt selber benutzen zum Verbauen. Nee, ich glaube, das ist es nicht. Und Wolle ist schon weg, Leute. Muss irgendein Item sein, was für eine Farm recht simpel zu getten ist, aber was für die anderen ein Pain in the Ass ist. Und was aber gleichzeitig so eine Value hat, weil Bark hat bei mir heute eine Double Chest Emerald Blöcke gekauft. Und nicht mal, um damit zu traden, weil mit Emeralds kannst du ja alles traden. So, so meine Farm zerstört die komplette Economy einfach. Und er hat die aber zum Bauen genommen. Also er will damit einfach seine Burg bauen. Okay. Jetzt überlege ich halt, gibt es noch irgend so ein Item wie Emerald, was du so farmen kannst, was den Markt komplett hops nehmen würde? Schalker an sich, aber auch. Die Schalker laufen auch, geil. Ja, das kann ich mir vorstellen. Raketen halt auch, das sind solche Selbstläufe. Aber Schalker läuft so viel besser als Raketen. Das hier habe ich mit dem Schalker-Ding bis jetzt verdient. Ich bin fertig. Oh! Was ist denn mit Santiago? Was ist jetzt los? Bro, seit wann macht Santiago seinen Job nicht mehr? Und spielt einmal eine Runde Geo, auf einmal Santiago AFK oder was? Bro, ich habe auf meinem alten PC letztens einen Screenshot gefunden von uns beiden mit Herr Bergmann auf Bergwerk Labs 2015. Hey, hör auf. Dein Skin einfach 1:1 derselbe. So, du bist einfach also nicht gealtert. Einfach NPC. Und ich, hast du, by the way, den Tweet gesehen? Ich glaube, wir wurden beide auf einen... Ich glaube, der war der sogar von Ange. Und zwar, dass deine Augen wirklich nicht das Dunkle sind. Wenn du mal, wenn du Tab drückst und dein... Also, wenn du dein... Siehst du da deinen Skin, wie er aussieht, wenn er nicht in deinem Chunk ist? Da siehst du, dass deine Augen das Hellgraue sind und das Dunkle, was bei dir jetzt im Skin ist, das ist einfach nur ein Schatten. Stimmt nicht. Doch, muss stimmen. Leute, kriegen wir die Glow Squids mit einer Leine hier rein transportiert oder? Nee, ne? Boah, ich hab sogar Leinen dabei. Bro, es geht, for real, geil. So, hier kommen die Glow Squids rein. Kann ich den irgendwie hier reinlocken? Oh mein Gott, bitte. Yo. Ey, Stege, du kannst dir gar nicht vorstellen, ich habe so ein richtig cooles Minigame, was du unbedingt mitspielen musst. Echt? Ja, komm mit. Wohin? In das Großaquarium. Okay, ich bin gleich da. Ist Vini offline? Der ist vom Server, der ist eh nicht am Stream. Vini war offstream gerade? Ja, Vini hat die ganze Zeit bei mir, also war die ganze Zeit bei mir im Chat davor. Digga, Vini willst du jetzt so richtig so zum Minecraft-Atzen, oder? Ja klar, Bro. Jetzt mal, also der will auf jeden Fall noch Diamanten verdienen. Oh mein Gott, ist das satisfying. Let's go, Bro. Das wirst du niemals. Du wirst mich nicht besiegen können. Du wirst jetzt schon keinen Bock mehr haben, gegen mich zu spielen. Scheiße. Ich bin da. Oh, ist aber weit. Du hast die ganzen Tubes schon. Ich hab die Tubes schon, na klar. Ich bin jetzt auf dem Stand. Hey, Retalk. Glow Squids brauchen Name Tags? Nein, ich bin mir eigentlich sehr sicher, dass sie keine brauchen. Seit wann sollten Friendly Creatures? Ja. Ich gebe ihnen halt Name Tags. Ja, wobei Squids ist so ein bisschen... Ich bin drinne. Was soll ich hier machen? Also es ging darum mit den Leinen. Ich habe es gerade geschafft, 4 Glow Squids auf einmal in den Eingang reinzubringen. Frage, ob du mehr schaffst. Oh, ich habe mir jetzt 2,5 Stacks scheiß Leinen gecraftet, weil ich dachte, jetzt kommt ein Minispiel. Naja, ist doch... Scheiße. Nein, sie sehen ja, sie können die spawnen. Ach du Scheiße. Oh Gott, wir müssen. Oh, mach die Tür zu! Episch. Alter, wie im Film. Ja, Mann. Bro, mit Shader einfach mal. Willst du noch kurz Stream öffnen? Ja, Also, das ist wirklich. Yo, Bro, wie cool. Das ist ultra krass, oder? Hä, wie heftig. Er sieht so geil aus. So abgespaced aus. Ja, die sehen wirklich nach Black Poison aus. Sag mal die Sterne mit Shader? Ja, stimmt. Das ist halt echt so diese Kombination jetzt. Boah. Und jetzt ohne Scheiß, wenn du das jetzt so siehst, dann eigentlich eher die komplette Wand schwarz, wenn du das jetzt so siehst, ne? Ja, eigentlich schon. Und wenn du das jetzt so siehst, irgendwie vorstellst, dass alles hier so komplett black ist einfach. Oben diese tausende Sterne einfach. Und unten das. Und dann noch halt Sterne halt im Aquarium. Boah, halt ernsthaft, ja. Boah, ich freue mich. Das ist cool. Stehe ich danke für die Hilfe. Ey, gerne. Es hat wirklich Spaß. War ein geiles Minispiel. Ey. War eine geile Zockung. Freut mich. Aber wir können ja auf jeden Fall tote Korallen, also diese
So Dead Brain Korall-Fan und so. Das als tote Korallen, was sagt ihr dazu, Leute? Why not, oder? Seegurken auch noch. Was glaubt ihr, finde ich schnell super viele Fische? Oder werde ich kläglich scheitern? Ich glaube, schwarz-weiße Fische gibt es schon echt viele. Wir probieren es mal. Wir versuchen jetzt, viele schwarz-weiße Fische zu finden. Oh, der erste. Boah, die sind ultra cool. Ja! Direkt zwei auf einem Streich. Geil. Perfekt. Oh, der ist schwarz-weiß. Ja, der passt. Boah, der ist schon schwarz-weiß. Der ist viel weiß, aber passt schon noch. Perfekto. Das sind eigentlich die besten, die wir finden können. Yo, wie cool. Oh. Grau. Der darf. Ja, doch, schon grau. Wird Bob die Fische nicht töten? Bob kommt nicht mit denen in ein Aquarium. Der kommt ja ins Große. Wir reden ja jetzt. Das ist jetzt das, wo die Glowspitzen sind. Alright. Gehen erstmal nach Hause. So, dann, so brutal das klingt, machen wir das erstmal alles tot. Oh nein. So, doch, das geht alles. Oh, Bro, das ist schon echt schön. Ja, halt ehrlich, viel, viel belebter. Ich platziere jetzt mal die ganzen Fische noch rein. Willst du nochmal vorbeikommen? Na klar, komme ich gleich vorbei. Bist du weitergekommen? Ich würde sagen, ja. Eigentlich musst du mal hier reinkommen. Was heißt reinkommen? Ins Wasser. Oh, gleich da. Ja, da muss definitiv noch ein bisschen mehr Leben rein, also noch mehr Lebewesen, aber ist schon cool. Tja, Leute, dann müssen wir uns halt echt nur noch was überlegen. Yo! Yo. Was ist das nächste, was gebaut wird? Ich denke halt den Boden. Ich muss jetzt eigentlich den Boden machen, aber ich habe Angst davor, irgendwie nicht ausreichend cool was zu machen im Boden, aber ja, I don't know. Ich glaube, ich weiß nicht. Ja, du meinst, weil du halt theoretisch ein Muster haben möchtest und so, ne? Oder ja, irgendwas ich muss jetzt schon vom Kreuz aus eigentlich so eine Art Halbkreis irgendwie machen. Ja. Ja, ist halt die Frage, womit ich das mache. Oder ich mach's halt komplett krass. Ich ziehe einfach von hier weiß, grau, 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 schwarz. Einfach einen Farbverlauf, den wir oben zu stehen haben. Diesen Farbverlauf einfach wirklich 1:1 in die Breite gezogen in den Boden. Hat halt auch was, ne? Ist schon geil, ist schon pervers. Also ich meine, wenn du das hier so siehst, sieht das ja auch cool aus. Das ist halt auch eigentlich easy oder, was heißt easy, aber gut zu planen. Da müssen wir halt ausrechnen, wie weit die Kreise, also wie viele Blöcke wir halt immer in einem Kreis so ziehen und dann... Alright, Stegi. Aber ich würde mich erstmal verabschieden. Oh, geht ins Bettchen. Es geht ins Bettchen. Aber ich glaube, ich bin noch eine Runde Geo. Oh, okay. Dann wünsche ich dir schon mal viel Spaß. Stegi, ich danke dir. Es war ein schöner Stream. Dann hören wir uns. Ich bin morgen auf jeden Fall früher wieder da. War ein bisschen spät. Alrighty, ich wünsche dir was. Wir hören uns. Yo, ciao. Viel Erfolg mit deiner Elo. Danke dir. Mal gucken.